Moin moin meine lieben Freunde, ich bin's, euer Günther hier bei Günthers und Peppis Forstimperium ohne Money ab heute. Günther? Ja? Wir haben die doch aufgeteilt. Ich stehe neben dir. Jeder 30% auch die Frage vom Tisch. Money? Wo ist weg? Günther? Warst du gestern in der Drogerie und hast dir gedacht, ich färbe meine blonden Haare jetzt in rehbraune Haare oder was wird das hier? Günther, ich weiß nicht, ob dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, aber du hast ja sowieso ein kleines Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Schon seit deiner Geburt hat mir deine Mutti ja damals schon erzählt, als sie dich in die Babyklappe geschmissen hat. Ich wurde getestet. Moment. Falls dir nicht aufgefallen ist, es war eine meiner Maßnahmen, um hier inkognito in der Azura sozusagen unterzutauchen. Die Haare sind die ganze Zeit schon braun, du. Ja, mir Frage. Guck mal, meine, ich hab mir. Warte! Ich hab mir okay. Auf Firmenkosten neue Handschuhe bestellt von Stiel. Guck mal, seht ihr nicht schön? Ja, wunderbar. Naja, ich sag mal so, wir müssten ja bei dir ein bisschen länger halten. Hey, Günther! Günther! Ja. Günther! Ja. Bin ich der Kotelettengas bei Aspro oder was ist los bei dir? Der was? Du sollst die Koteletts aus der Fresse nehmen! Nee! Junge, Koteletts kannst du essen, die drehst du nicht an der Backe! Das ist jetzt mein neuer Style! Was ist denn das für ein Style, Junge? Ich hab dir letztens schon gefragt, ob das Handy glatt verschwindet. Nein, glatt ist es. Das ist sie geklebt, warte mal. Das ist der Holzfäller-Look. Das geht ab! Das ist ja wirklich echt. Das sag ich doch. Habe ich drei Jahre für gebraucht. Rasiert das da mal weg, Günther. Das sieht unmöglich aus. Kann ich nicht machen. Das sieht unmöglich aus. Kann ich nicht ernst nehmen, so. Ja, aber du, ich mit deiner Popelbremse da, die aussieht wie so ein Biberdamm da. Popelbremse? Ja. Popelbremse? Günther, das ist ein stylisches Element in my face. Ja, in den 80ern. Nee, nicht in den 18ern, Junge. Was ist das? Junge, Ferrari F40 Magnum, kennt ihr nicht, oder was? Komm, ganz ehrlich, pass auf! Du siehst aus wie Kowalski! Was hat denn der gefahren? Ach nee, Testarossa! Ja, mein ich auch. Testarossa, Ferrari Testarossa, kennst du den? Kennst du freilich nicht, Junge, da bist du noch mit deinem Dreirad gefahren hier. Günther, jetzt mach's ab! Hol die Ware! Welche Ware denn? Die Ware! Wir müssen die Rohre holen, Typ Teno! Ey, sag mal, Baby, so langsam habe ich das Gefühl, dass du kompetenter an Kompetenz zunimmst und der Günther an Kompetenz immer mehr. Das ist kein Gefühl, das ist die Wahrheit. Gut. Vielleicht kommt ja irgendwann der Dach Baby mit der 50-50. Ich muss mal ganz kurz Pipi. Vielleicht, was hat er denn jetzt? Ich glaube, der geht stuhlen. Nee, ich glaube, das hat er schon den ganzen Vormittag gemacht. Der geht ständig aufs Klo, alle 10 Minuten. Ich glaube, der hat sich wieder am Wochenende eine weggeholt. Wisst ihr? Ey, what? Die Maischi, was? Watch me. Mhm. Was macht der denn? Ne, pass auf, auf jeden Fall. Der liegt in seiner eigenen Pipi. Ja, okay, ich packe jetzt mal hier weiter auf. Ja, ich warte mal, bitte. Ein bisschen angefangen, gell? Ja, ich warte, bis er wieder da ist, dann fahre ich unter mit ihm. Ja? So. Pass auf, kannst du ein bisschen gucken? Ich würde hier aufpacken. Eine Frage. Und zwar können wir auf der linken Seite, in Blickrichtung seerechte Seite. Können wir vielleicht hier zwei, drei Bäumchen noch wegnehmen, dass wir mit dem Kran reinkommen, um die Rohre zu setzen? Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich musste holen, mein Mikrofon ist die ganze Zeit ausgeschlagen, das ging nicht. Also, dass wir hier so reinfahren können, hier so rechtzeitig. So! Ja. Peppi, wohin fährst du? Darf ich mitkommen? So, ja, steck ein! So, und jetzt verpisst euch, holt die Rohre, wir brauchen hier langsam. Ja, der Grübel ist schon frei, ganz ehrlich. Sag mal, anstatt hier mal immer einen auf Oberchef zu machen, musst du dran denken, dass wir auch Chef sind. Ich mach nicht einen auf Oberchef, ich hab euch ganz freundlich gefragt, ob ihr das Material holt. Ja, tun wir doch. Und übrigens, gell, Peppi. Ja. Für den Firmenkonzern würde es auch für die teambildende Maßnahme würde es auch ziemlich. Ich glaube mit deinem Fahrwerk, das habe ich schon mal gesehen bei Mercedes, der ist auch immer so runtergehüpft. Alter! Naja, auf jeden Fall, ein Freigrabe-Dings ist das, da hüpft nicht so, wenn du im Sand feststeckst zum Beispiel. Richtig. Ja, ne, pass auf, teambildende Maßnahme von der Firmenpolitik her, wenn du auch mal mit mir in Arbeit erledigen würdest und nicht immer heimlich mit dem Günther duscheln, gell? Ja, kommt der auch mit vor, das ist mir gleich. Ihr holt die Rohre dann und dann bauen wir die erstmal ein hier. Ja, dann machen wir. Und dann mache ich nämlich auch mal was mit dem Baby. Mhm. Günther. Du läuft das jetzt hier. Ja, da muss ich schon mal mit anderen beschäftigen, Günther. Hm?
Ja, wir fahren, wir fahren los, runter. Ne? Ciao, ciao. Das, tschüss. Und gestern Abend hat der Wagen so gewackelt, als ich mit Mannis Freundin unterwegs war. Jetzt weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war, was du gerade gesagt hast. Warum? Jetzt werden wir wieder beide bestraft. Ich werde immer bestraft, wenn du Scheiß machst. Das stimmt ja gar nicht. Ich werde ja auch bestraft, wenn du Scheiß machst. Ich mach keinen Scheiß. Sag mal, warum fahren wir eigentlich mit einem Auto? Mit was sollen wir denn sonst fahren? Wie viele Maschinen stehen denn da unten? Gar keine Maschinen. Achso, na dann. Happy? Ja. Muss ich aber sagen. Was denn? Ich war jetzt eine ganze Zeit lang alleine mit Manni hier im Forstimperium. Mhm. Und ich muss sagen, du bist seit langem mein einziger richtiger Freund. Ach mei, das ist süß. Echt, das ist echt süß, ja. Ich fühle mich sehr berührt. Das ist im tiefsten Inneren. Da sollte es landen, da sollte es landen. Ja. Also wirklich, also wunderschön. Sollen wir kurz anhalten und innehalten oder? Nee, wir fahren weiter. Ja, sonst wird der noch sauer. Ja, sonst schimpft er wieder, dass wir immer so langsam sind. Ja, und dann, der hat doch unsere ganzen Autos mit GPS versetzt. Richtig. Der schreibt doch die Fahrzeiten auf. Dieser Allmann! Macht der? Ja. Das ist der so einer. Ich dachte, das ist gleich aufgeteilt. Ja, das sagt er nicht. Und nicht unfair aufgeteilt. Das ist unfair aufgeteilt. Scheiße. Da meinst du, ist er Geschäftsführer oder was? Zu mir sind nur die Inhaber. So? Mitinhaber. So wird das verkaufen. Scheiße. Meinst du, der wird uns zweimal einen Kunden? Ja, aber dann machen wir doch das so, es gibt ja verschiedene Geschäftsführertitel. Er kann ja allein nicht alles machen, verstehst? Das heißt, wir müssen einen Aufsichtsrat gründen und ein wie heißt das? Nicht Aufsichtsrat, sondern wie heißt das andere? Nicht Betriebsrat, das ist was für das, was man nicht braucht. Ja, wie heißt denn das? Ich weiß nicht. Ich gebe doch hier den Aufsichtsrat und was gibt's da? Gibt's da noch was? Den Betriebsrat. Nein, da wo der CEO sitzt. Geschäftsführung halt, verstehst du? Ah, warte mal. Und dann haben wir einen CEO, dann haben wir einen COO und einen CCO und einen CSO. Stimmt, wie heißen das nochmal? Aktionäre? Nee. Nein, das ist ja dann Aufsichtsrat meistens. Ja. Der sich da, aber wir haben ja keine Aktien, deswegen brauchen wir keinen Aufsichtsrat. Wir sollten an die Börse gehen. Hilfe, Hilfe, was macht der? Hilfe! Und das schaut nach unserem Scheiß aus. Wir gehen an die Börse. Warte mal, das machen wir schnell. Ich melde uns schnell bei der Börse an. Dann tun wir schnell eine Aufteilung machen, gell? Das machen wir. Da, warte, lass mal schauen schnell. So. Börsenanmeldung, da. SDC. Nee, CDC. Ach, was weiß ich. Da. Wie nennen wir uns? Die Raptors. Wird leider nicht akzeptiert. Ich weiß auch nicht warum. Okay, dann nennen wir uns die Füchse. Wird auch nicht akzeptiert. Ich glaube, wir brauchen den offiziellen Firmennamen. Dann gib mal ein Peppis und Günis Forstimperium. Oh, Scheiße, wird auch nicht akzeptiert. Was ist denn das? Warte, ich gebe mal was ein hier. Azura Lumberjack. Oh, das geht. Azura Lumberjack? Ja, oh. Oder Azura Timber, ich probier's einmal aus, was? Oh, das geht auch. Nehmen wir Azura Timber Inc. Okay. Dippel Inc. Dann nehmen wir das. Okay, dann nicht, pass auf. Da, also Aufsichtsrat machen wir später, das andere ist meine Fresse, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Ich flippe aus. Wir müssen's wissen. Warte Moment. Mal. Ein Vorstand! Ach, Vorstand, ja! Aufsichtsrat und Vorstand. Ja, ja. Also, pass auf, Vorstand. Also, wir haben ja einmal den CEO. Ja. Das geben wir einem Manny. Weißt du, warum? Warum? Dann mach du oder ich den Aufsichtsrat. Dann haben wir noch quasi über ihn zu wachen. Dann können wir ihn auch rausschmeißen, wenn der Scheiße baut. Das machen wir. Ja, also, dann trage ich das mal so ein. Dann machen wir das mal so. So. Oh. Ja. Das ist eine feine Geschichte. Machen wir das noch. Und das noch. Ja, wir sind eingetragen. Offiziell sind wir jetzt eine, die
Azura Timber AG. Ja. Dann haben wir den Aufs, also hier CEO ist der Manny. Ja. Dann COO, also Operations, der Beppi. Ja. Und der Marketing Officer, das bist du. Ja. So, und dann haben wir einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsratsvorsitzende Beppi. Zweites Exekutivmitglied Günni. Und drittes Manny. Ja. Passt, oder? Passt. Das heißt, er meint, er kann das anschaffen, wenn er Scheiße baut, schmeißt man raus. Super. Also sind wir jetzt eine Aktiengesellschaft. Wir sind jetzt eine AG. Super. So, jetzt holen wir den Scheiß, sonst flippt er wieder aus. Ja. Gerwut! Hallo! Guten Tag zusammen. Moin. Wir haben Rohre bestellt. Hast du die dabei oder hast du die schon aufgeladen oder müssen wir die selber machen oder habt ihr gegessen, Pause gemacht? Wir haben zuerst mal mit unseren Duchtnudeln ein bisschen was gemacht, dann haben wir noch drei Rohre aufgeladen. Ah ja, das ist ja super. Manni hat mich angerufen, ihr sollt den Grabenverdichter, der da drüben steht, noch mitnehmen, bitte. Das wäre noch cool. Sollen wir das denn machen? Der schmeißt den auf den Tieflader. Was jetzt genau? Wo steht das? Ja, welches? Ja, komm mal mit. Ah, die Raupe da, oder was? Komm mal mit. Nein. Hier der Kleine, der ist ferngesteuert hier. Ah ja, Granplätze müssen verdichtet sein. Richtig. Ja. So, hast du die Fernbedienung? Ich glaube, er hat sie schon, oder? Ja, ich hab sie. Ich stell mich da hin, warte da und her da. Perfekt. Ja, oh, das ist ein bisschen schwer, die Steuerung. Scheiße. Aber es geht, ist ja nicht so schnell. Oh! Oh, hoppla! Ah, Scheiße! Ja, total kacke. Jetzt machen wir da mal schön nach rechts. Langsam nach rechts. Ah, das ist zu schnell. Oh, es bremst nicht. Oh Gott, doch. Und nerv da. Oh, fast abgestürzt. Hoppla. Ja, schon ein bisschen weiter vor fahren wir. Da nerv fahren wir. Genau. Da nerv fahren wir. Weiter. Und stehen bleiben. So. Mach ich den gleich mal. Die Steuerung, die hat ja ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten nochmal gehabt, gell? Ich frage mich auch gerade, hat die Steuerung Sprachsteuerung? Ja. Ja, okay, das ist genau. Ja nicht schlecht. Du musst mit der sprechen, auch immer sehr direkt stehen bleiben. So. Du Arschloch, du. Also, oha, der ist so böse. Kann das Gerät auch nicht? Hä? Magst du dich aufladen, Günni? Was denn? Ja, die Röhrchen da. Aber müssen wir noch mehr Röhre? Ja, wir haben jetzt, glaube ich, nur drei, oder? Was haben wir da? Drei. Wie viel haben wir bestellt? Das weiß ich gar nicht. Der Schein hat noch, der Rick hat einen Schein noch, Junge, und der Rick ist eine Ferienjunge. Achso, ein Feuerball, Junge. Ja, also dann genau. Schauen wir, dass du noch zwei, dass du schräg reinladst, und den Rest laden wir da hinten drauf, ja? Ja, komm mal ruhig ran, Junge. Mach aber pass auf, dass du nicht irgendwo hängen bleibst, oder hast du hinten Feuerball, Junge. Ja, ich weiß, du schaffst das. Oh, nein, du musst schon eins nehmen. Zwei gehen nicht. Ne? Ich glaub nicht, ne? Würde vielleicht nicht das unterste nehmen, vielleicht ein anderes so. Vielleicht hier, Deta. Zum Beispiel. Oder Deta. Oder Deta. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber ja, ich kann nicht richtig reden, gehe ich auch, ja. Oh. Sag mal, kriegst du das jetzt mal geschissen, oder was? Ja, warte doch mal. Beppi, ich glaube, du wärst der richtige Mann dafür. Ah, es fliegt zwar alles rum, aber... Aber geschafft, oder? Ja, du hast ihn. Und jetzt drehen, langsam drehen. Ich versuche es. Langsam. Langsam drehen. Ganz langsam. Und dann legst du es so schräg rein, genau in der Richtung. Noch ein Stück. Genau, Oh Gott. Und jetzt so rein. Fahr vor. Ja, sag mal, hast du so ein Teil schon mal bedient? Was ist denn da los? Hab ich noch gar nicht. Ja, Scheiße, warum machst du das dann? Du hast gesagt, mach mal. Ich dachte, du kannst das. Oh, Scheiße. Oh, das ist mir rausgerutscht. Drin. Oh, Mann. Sagst du das zu Hause auch? Muss es mir ja, hol dir mal das nächste Rohr. Ich weiß ja nicht. Hol dir das nächste Rohr. So, jetzt, grüß Gott. Grüß Göttle und Hallöle. Wie geht's Ihnen? Ja, gut soweit und selber. Ja, auch, Herr Schäferle. Ja. Sind Sie noch, oder? Das sieht ja schon gut aus. Mein Name ist Dietmar Diederle.
Wer ist der Dietmar Dieterle? Der Bruder vom Schneeberle. Ach so, ist mal er war. Ja, der ist wieder vorbei, jetzt bin ich wieder normal, gell? Ja, du hast ihn! So. Also, das ist ja schon eine Kunst für sich, du. Ja, die darf ihn voll. Das sieht ja gut aus. Aber du machst das. Super, ich? da mitten nein, so wie das andere. Versteht? Ich geb mein Bestes. Du schaffst das. Danke, ich glaube fest an dich. Danke, dass du an mich glaubst. Wenigstens einer. Du kannst das selber. Hau das Ding da nein. Aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, Männers, ne? Ja, du musst ein bisschen hervor, da die mal sagen. Wir haben noch ein Stück vor? Oh. Wie ist das denn jetzt passiert? Der hat doch die Zange mit Fett eingeschmiert oder so. Ja, hol das nächste. Die macht das mit dem Aufliegerkran. So. Au! Eieieiei. It makes backflips here. Backflips? Yes, it done backflips on the right side and the stairs to care. Ja. Wie verstanden oder geht's? Hab dich so ein bisschen verstanden, aber ey. Da hier stimmt was nicht. Du stimmst nicht. Soll ich mal, Günni? Ja, bitte. Also hier geht ja auch gar nicht. Oh, oh. Warte. Der greift doch die Rohre nicht richtig. Weil keine Ahnung. Oh, da seht ihr das? Das kaputt. Also das mache ich nicht mit Absicht. Hier, probier mal. Also was kaputt ist, stelle ich euch in Rechnung, das weißt du. Ja, gar nicht. Geht auf Mannis Rechnung. Okay, das sage ich ihm so nachher. Oh, dann werden wir wieder sauer, unser CEO. Aber wir sind ja Aufsichtsrat, das passt. Ihr sind Aufsichtsrat von was? Ja, du doch nicht. Nein, Io! Ja, von der Aero. Ja, wie ist das Ding? Warte mal. Wir haben vorhin erst. Wie ist der Ort hier? Azura. Azura Timber AG. Sagen wir jetzt. Schon eine Aktiengesellschaft? Ja, klar. Ja, gerade angemeldet. Dann haben wir den Vorstand und den Aufsichtsrat haben wir. Hola. Günni, siehst du, wie es geht? Ja, toll. Mach fest! Aber bei mach dir ist fest. Das ja aber auch so. Und mach fest! Ah, es tut mir doch leid! Fast wie Manni, das ist auch dein scheiß Choleriker. Ne, Peppi ist kein Choleriker. Ne? Nee, ich bin kein Choleriker, nein. Wiederhole nur gerne, Ding ist total laut. Das ist nur Manni. Ich telefoniere mal kurz mit Manni, bin gleich wieder da. Ja, ja. Bitte schau, gell, sagst gleich. Ja, direkt in die richtige Richtung. Ja, warte mal. Oh, der Günther. Ja? Manfred Forstenberium, also Günther und Baby auch mit. Hi Manni. Ja, grüß dich. Du, wir verladen jetzt hier gerade die Rohre, aber. Wir verladen die Rohre. Ja, aber kein. Wie lange denn schon? Wir sind gerade angefangen. Ist doch nicht euer Ernst? Warum? Nein, die Rohre sind hier hoch. Ihr seid doch schon seit einer halben Stunde da unten angekommen. Ja, es tut uns leid. Wir haben erstmal eine Einführung bekommen zwischen den neuen Rüttlern. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst, oder? Wir durften sonst hier nicht vorwegfahren. Ey, mach die Rohre da rein, Junge, ja, und wie viel brauchst du denn? Das weiß ich nicht. Wie viel Rohre brauchst keine du? Zeit. Wie viel Rohre? Weiß ich doch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Hier weiß auch keiner Bescheid. Warte. 40 Meter. 40 Meter. 40 Meter. Oh, wie groß sind denn hier die Rohre? 2 Meter. Junge, lad auf, was weggeht und was drauf geht und fahr jetzt hier lauf. 4, 6, ja, da. 8, 10. Wie wär's denn, wenn du erstmal 5 Rohre oder 10 Rohre 20. oder was weiß ich? 16 Meter haben wir schon drauf. Gündorf, bring die bitte erstmal hoch, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, tun wir ja, aber das lag wirklich nicht an uns. Gündorf. Ja? Du zappelst immer noch. Ja, aber es wird doch trotzdem weiter beladen. Neues Material. Achso. Hier ist was los. Also alle arbeiten außer du telefonierst wieder, oder wie? Ja, weil ich fragen sollte, ich habe vorher verladen, und weil ich fragen sollte, wie viele Rohre. Ja, die ihr drauf habt jetzt erstmal. Ja gut. Und dann sehen wir doch, was wir noch brauchen. Ihr seid doch schnell da runtergefahren und hoch, oder? Ja, das schon. Naja, dann bitte. Brigitte. Ja. Komm, schalt den zweiten, gib Gummi, Junge. Alles klar, Manni, bis gleich. Ja, mach hinne jetzt, Eier, komm. Wir machen wirklich hinne. Tschüss. Soll ich dir was sagen, was ist, Jum? Was denn? Ja, ich bin fertig. Ja, wir auch, mit den Nerven. Mit Backern.
Wir seid's ausgehoben, wir seid's fertig. Ja, wir kommen jetzt. Ja, mache. Machen wir. Na los, auf geht's. Bis gleich. So. Der Türke ist uns. So, wir müssen los. Ja, der schreit nur rum. Ja, wir müssen doch noch aufladen. Alles fällt. Scheiße. Die waren nicht schnell genug. Das hört ab. Die Drecksau. Günni, holt. Holt. Günni, such. Was machst du jetzt? Boah. Geht nix. Boah, das ist die Kraft des Bieres. Warum laden wir das mit so einem scheiß Ding auf, wenn er das Teil nicht gegen kriegt? Ding drauf. Schnipperle. Scheiße, das war... Danke. Ah. Mensch, du bist ja doch nicht so ein Joghurt-Jochen. Das will ich jetzt mal überhört haben. Also, da fehlen mir ja die Worte. Ey, warte mal. So, dann fällt nicht mehr ab. Bitte. Hast du gerade was denkt? Hä? Wie bitte? Hast du gerade was denkt beim Schaffen? Ja, freilich. Ich müsste denken, oder nicht? Geht gut. Mal mit dem und kommt nachher wieder, dann hat Manni mal ein bisschen Arbeit. Ja, Manni, machen wir! Manni ist schon wütend. Steig ein! Ja, ich glaube, du kannst hier gar nicht mitfahren. Probier's mal aus! Okay, warte. Schau mal, ob die Tür aufgeht. Nee. Bello Scheiter. So, wir fahren! Wieso verkauft er uns denn einen Wagen, wo die Tür kaputt ist? Das ist ja nicht unter LKW. Boah, wenn die Kreis von einem 80-Tonner, ey, leg mir was. Na, Schäberle! Grüß mir den Dieb Martinerle! Mai! Schäberle! Warte, willst du mitfahren und Manni besuchen? Komm, mach! Ja, komm! Ja. Beppi, warte doch! Ich weiß doch nicht, wo es lang geht! Ja, es ist eh so witzig. So, jetzt warte mal, wenn wir die Route dann auf. Voranständig, Günni! Hallo, was ist denn mit euch los? Ich muss vorne wegfahren, deswegen habe ich die Rundumleuchte an, damit der Verkehr. Ich dachte, du kennst die Route nicht. Das kenn ich auch nicht, deswegen musst du jetzt gleich mal sagen, ob wir rechts oder links abbiegen. Nächste links, gut. Ich fahr vor. Bitte links abbiegen. Bei Gelegenheit links abbiegen. Bitte dem Straßenverlauf folgen. Oh, der Schwung. Au, weg! Mach dich weg, du, mit deinem scheiß Pillow-Auto! Peppi! Ja, ich muss den Schwung mitnehmen. Hey, warum pittest du mit der LAPD oder was? Nein, ich muss auch erst dreimal ankündigen. Entschuldigung. Ja, richtig. Was soll denn das? Ohne Schießankündigung geht ja gar nichts. Okay, fahr rechts ran oder ich pitte Sie. Fahren Sie rechts ran oder ich pitte Sie. Fahren Sie rechts ran oder ich pitte Sie. So, dreimal, das ist los hier. Er hat mir gar keine Möglichkeit gelassen zu reagieren. Ich fühle mich ein wenig gepowert. Nee. Ich würde gerne ein Ticket einreichen. Warte mal schnell, ich muss schauen, wo ich. Weil die eine Strecke war ein bisschen scheiße mit dem. Ah nein, wir können noch weiterfahren, Bad. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Peppi, also Bootsmann, rechts abbiegen, bitte. Bootsmann! Was ist denn das für ein LKW? Der hat ja Power ohne Ende. Wie rechts abbiegen bist du? Das ist Wahnsinn. Peppi? Ich glaube, diese Route enthält gebührenpflichtige Straßen. Ja, das glaube ich nicht. Das wird nicht gezahlt. Was ist, Günni? Treffen wir uns heute Abend wieder in Bibis Ponyhof-Abenteuer online? Ja, ja, das heute, gehen wir mal. Ja, ja, heute ja. Das große Turnier, ne? Ja, geil. Hab ich Bock drauf. Was ist denn das? Hallo, ihr. Wenn ich euch schon mitnehme, dann gib mir wenigstens auch mal was von der Cola. Kann ich eine Fluppe anzünden hier drin? Ja, sicher. Okay, gut. Perfekt. Und Schwung! Oh! Jetzt links, oder? Ja, ja, links. Bitte dem Straßenverlauf folgen. Oh, Scheiße, Alter. Das für... Jetzt hör doch mal auf, da hinten drauf zu fahren! Kreiskunde fix! Ich hab da so ein Wendekreisproblem. Dealführung wurde abgebrochen. Ja, wie, Alter? Das ist ihre Scheiße! Oh, oh, Schwung! GPS-Signal verloren. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja, das bitte, glaube ich bewerten, nicht.
bitte bewerten Sie meine Zielführung. Was ist das für ein scheiß Ziel da? Wenn du jetzt noch einmal hinten drauf fährst, geht, dann fahr ich dich über den Haufen. Ja, du bremst ja auch immer Ja, also nur weil dein Auto scheiß bremst, hat ist doch mir scheißegal. Ja, aber du kannst doch auch nicht so bremsen. Nein, Fotzen! Nein, sag das nicht! Ja doch! Ich hol mir heute Skalibur. Ey, wir sind da! Oh, hab ich gehört, ist nicht so gut. Nee? Nee. Ah, soll sehr, sehr, sehr unfertig sein für 10 Jahre Entwicklung. Oh, echt jetzt? Ja, oh, scheiße, was hat der gemacht? Ja, der baggert schneller als deine Mama am Valentinstag. Kein Ärger mit. Ich krieg mal keinen Ärger mit den Jägern. Weißt du wie? Das glaube ich auch nicht. Also, hallo? Wer ist denn der? Ja? Mensch! Ey, Manni! Mann. Ja? Achtung! Sag es, Peppi, sag! Ey, Manni! Was ist denn? Du baggerst schneller als Günnis Mutter am Valentinstag! Ich muss ja links rum, Katte. Ja, genau. Habt ihr uns gesehen? Ja, nein. Nee. Wo seid ihr denn? Ja, an der Baustelle. Ja, wir nicht. Ja, wie? Ist ja Feierabend. Nein. Doch? Nein. Nee. Na doch, ja, wir haben ewig auf euch gewartet, wir waren längst fertig. Da sind wir jetzt hier. Mir scheiße, egal, bewegt dich. Wir sind übrigens deine Aktiengesellschaft. Wir sind keine Aktiengesellschaft. Doch, ich habe uns eingetragen beim CTC. Wir sind schon fertig und wir haben auch beim CTC, wir sind jetzt an der amerikanischen Börse gelistet. Nasdaq. Glaube ich nicht. Nasdaq? Ja. Okay. Vollgas? Du bist du bist Vorstandsvorsitzender. Ich bin Vorstandsvorsitzender? Ja, und ich bin Aufsichtsratsvorsitzender. Recht! Geradeaus! Guck mal hinter euch, ihr Pappnasen! Guck mal hinter euch, ihr Pappnasen! Wo hinter? Ich stehe nicht da. Oh je. Moin! Ja, wir bauen den Platz, aber müssen der Platz nicht freigeastet hier. Pass mal auf folgende Geschichte hier, gell? Also, wir haben hier alles leergeräumt. Also, ich glaube, wir müssen noch eins mit Bäumchen aufs Feld. Ey, Jubi, tut mir leid, war ein bisschen wilde Fahrt, aber was ein geiler Navigator, ey, muss ich sagen. Was Besonderes? Ich habe hier alles freigelegt schon. Wir hatten nur. Wir haben nur festgestellt, nach dem Freilegen, der Kran war da drüben auf der anderen Seite. Und wir sind jetzt eine große Runde gefahren, quasi. Um wieder hierher zu kommen. So, na gut, ey, pass auf, der sieht mausetot aus. Und dann sagt er, dass wir unnötige Arbeit machen. Der ist aber noch grün. Der ist nicht mehr grün, muss der weg. Ist mausetot, guck mal. Achso. Ja, ich seh's. So, fällt und... So, warte, wir müssen hier mal... Jungs, schnappt euch mal den Kettensäge, das sind mal mit, schneidet die Dinger gleich mal ein bisschen auf Länge und haut die hier mit auf den Holzstapel, dass wir da drüben ein bisschen einen Arbeitsplatz haben. Sag ich noch Anweisung, Günther. Ist das denn abgesprochen, was wir hier tun? Nicht labern, ausführen! Das war eine Arbeitsanweisung! Umsetzen! Zack, zack! Jetzt! Also seitdem er Vorstandsvorsitzender ist, hat er sich verändert. Ja. Er sieht jetzt nur die Kohle. Ist so. Was für Kohle! Ich hab nicht 10 Euro verdient hier bis jetzt! Bis jetzt wahrscheinlich schon wieder wesentlich 100.000 ausgegeben! Sag mal, haben die was gesagt, was die Rohre kosten und der ganze Fasching, ne? Der steht doch neben dir, frag ihn doch selber. Wer denn? Wo denn? Hallo, Dr. Brunzi. Hallo, na Retro? Nicht ganz, aber fast. Ey, müsst ihr die Baumstuppen irgendwie wegmachen? Welche Baumstuppen? Der Retro, der mit dem 80er-Jahren-Bart durch die Gegend rennt. Es ist sein Name, du Birne. Achso. So, gleich auf 8 Meter Länge schneiden ungefähr. Ja. Na, du weißt freilich immer nicht, wie die Leute hießen. Ist so Pi mal Daumen 8 Meter. Oder am besten hier gleich mit auf den Stapel legen. Aber mach bitte ordentlich, Günther, dass wir die ordentlich hier, dass wir die ordentlich verladen kriegen, nachher. Ja, mach ich doch ordentlich. Naja, Pi mal Daumen hab ich schon wieder gehört. Jetzt könnte ich schon wieder sauer werden und alles unordentlich machen. Ja, weil ich schon wieder Pi mal Daumen gehört habe und ich kenne den Pi mal Daumen. Ja, du hast vorher nicht gesagt, wie lange wir sind. Und dann habe ich mir die angeguckt und hab gesagt, ja, ist Manni, so. Wann fangen wir morgen früh an? 7 Uhr. Ja, ich bin so Pi mal Daumen da. Ja, und dann wieder bis um 3 in der Kneipe hocken. Oder bis um 5, verstehst du? Und um 10 Uhr muss ich dann aus dem Neste klingeln. Ja.
Ja, dein Pi mal Daumen ist das. Das stimmt nicht. So, hier drüben alles schön aufs Häufchen legen. Vielleicht können wir gleich mal den Rundbohrer ranbringen. Dann können wir nämlich das Holz hier... Ey, ich mach dran! Ich steh doch nur hin! Achso. Hier ist nicht entastet. Ich hab's gesehen. Warte, ich entast hier. Kannst du gleich vortragen. Jo. Da ist ein Baum, der muss da weg. Gut, kann weg. Ja, bleib doch mal ruhig, wir sind doch hier mitten dabei, hier alles zu machen. Schnell, Mann! Was denn? Wo kommst du denn her? Ich bin schon die ganze Zeit da. Ach so? Auf Reile? Geil, ey. Bin mit dem Redo mitgekommen. Den hab ich mitgebracht. Ach, mit dem Redo? Mit dem Redo. 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 Ja, das ist ja unser erstes Holz, gell? Das ist eine Premiere. Guckt euch an, das ist unser erstes Holz für Sägewerk. Manni? Das erste und das letzte, oder? Das ist das erste Holz für Sägewerk, Jungs. Hol dir mal hier den Rungwagen, Peppi. Ja. Kannst du mal den Rungwagen herholen, dass wir hier das Holz gleich aufladen können? Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, da gibt's ein Problem. Der steht auf der anderen Seite. Der steht auf der anderen Seite. Ich krieg doch schon Ärger. Hört mal auf. Na, kannst du... pass auf. Schnapp dir einen Jupp und fahr mal eine schöne Runde mit dem. Da weißt du, wie es lang geht. Ja, warte, ich tu da schnell ein bisschen aufstehen. Dann kannst du mit dem Kran schon mal anfangen, bis wir da drum herum gefahren sind. Gell? Ja. Na gut, aber in diesem Sinne, meine Lieben, wir sind doch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden Rohre verlegt und dann wird der Schacht hier wieder zugemacht, dann wird der Teich lang gelassen. Das kann ich euch sagen, ey. Geil! Guck doch mal, ey, ihr habt nicht mal gesagt, dass ich schon schön Kram gebuddelt habe. Ey, Günther, guck ihr doch mal. Das sieht wirklich akkurat gut aus. Junge. Das hast du toll gemacht. Und auch, man muss auch sagen, wie sauber. Bist du ja auch noch mit dem Besen durchgerutscht, oder? Na klar, der Jupp hat einen Laser gehalten. Das ist nämlich der Bagger Hintersteher. Ja. Ein Bagger hinter Schaufelsteher, habe ich nämlich gelernt. Ja, ja. Und der steht da hinter der Schaufel und da vorne Bagger und dann guckt er hinten immer mit dem Laser, zack, zack, zack und gleich die Schuhe halt, ne? Ja, das ist doch super. Super. Ja, habe ich gelernt heute. Ich werde eine Baufirma noch aufmachen, aber die mach ich alleine. Peppi, denkst du an den 60 cm Sicherheitsstreifen bitte? Mir scheißegal. Ey, wenn das eins sagt. Ich hab keinen Bock, dass mir der Dreck auf. Ja, dann packt es hier um, ich muss mit dem Rumwagen fahren. Gut, alles klar. Fahren wir mit Drogen machen rum. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Schon wieder Spaß. Schaut beim Günther vorbei. Links in der Beschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Manni und Günni. Tschüss. Oh, Peppi ist auch dabei, aber ihr beiden. Und Juppi und Peppi und Reto und der Schnäpperle. Tschüss. Ade. Tschüss.